Hier am Tisch sitzt der 11-jährige Marius Müller-Westernhagen. Nicht der, nicht der und der auch nicht, sondern... Ist das Kleid neu? Der zarte Knabe in Mädchenkleidern. Das bin ohne Zweifel ich. Ich kann mich nicht im geringsten daran erinnern. Seine Premiere, eine Mädchenrolle. Die vorgesehene Darstellerin war ausgefallen. Marius zufällig mit seinem Vater, einem arrivierten Schauspieler am Set und schwupps, sein Part. Ich kann mich nicht erinnern, aber das ist sicher gut möglich, weil ich habe als Junge immer sehr drunter gelitten, als Kind, dass alle immer gesagt haben, und was möchtest du, du kleines Mädchen? Weil ich sah aus wie ein Mädchen. Und mit 14 bekam ich dann ein Angebot, das war auch gleich eine Hauptrolle, das hieß Die höhere Schule, das war ein Stück von Cholem Aleichem, ich spielte den jüdischen Jungen gleich mit einer schwarzen Perücke und einer Nickelbrille. Der Satz des Pythagoras. Das Hypotenusenquadrat ist gleich der Summe der beiden Kathetenquadrate. Und die Formel? A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat. Bei den Dreharbeiten habe ich dann einfach Feuer gefangen, da habe ich gemerkt, dass das wohl das ist, was ich mein Leben lang machen wollte. Ich habe das gemacht wegen des Geldes, weil ich brauchte eine Eishockey-Ausrüstung und es gab 1500 Mark Gage. Und da habe ich gemerkt, das wird wohl etwas sein, was dein Leben mitbestimmen wird. Also da war ich vergiftet, man sagt. Dufte Biene, wa? Und verliebt ist die. Ja, leider nicht in mich. Ach, komm mal her, ja. Was verstehst du überhaupt schon von Liebe? Och, nicht viel davon, wie man liebt, aber viel davon, was man liebt. Aha. Obwohl ich in vielen Filmen mitspielte, wollte ich immer Musik machen. Heute weiß ich kaum noch, wie dein Gesicht aussah. Bei dir plädiert, könnte man meinen, dass Sie so ein kaputter Typ sind. Was haben Sie da zum Beispiel an? Sind das lange Unterhose? Nein, das sind ganz normale, lange weiße Jeans. Und ich meine, ich habe überhaupt keine Lust, die Leute zu belügen. Und warum soll ich da ein schönes Foto drauf machen? So sehe ich aus und so sollen die Leute das auch sehen. Der junge Herr Westernhagen war angepisst anscheinend. Ich finde das sehr gut, weil ich glaube, dass, ich nenne das immer Arroganz der Jugend. Solange ich noch denke, ich habe was zu sagen und mir fällt noch was ein, werde ich das machen, solange es irgendwie geht, klar.